Er verloren. Das ist Sarens Schuld, nicht seine. Dann wollen wir hoffen, dass die Zitadell-Sicherheitsuntersuchung Beweise für unsere Anschuldigungen findet. Ansonsten könnte der Rat die Sache als Ausrede nutzen, sie aus den Rängen der Spectres rauszuhalten. Kommen Sie, Captain. Ich möchte ein paar Dinge vor der Anhörung besprechen. Shepard, Sie und Ihre Crew können uns im Zitadellturm treffen. Auf der obersten Ebene. Ich werde dafür sorgen, dass man sie durchlässt. Und genau darum hasse ich diese Politiker so. Ja gut, ich denke mal, es liegt aber auch ein bisschen daran, dass wir gerade am Anfang sind, ne? Deswegen ist natürlich auch dementsprechend viel Gequatsch am Anfang. Aber wir haben die ganzen Aufgaben erstmal erledigt, anscheinend. Okay. Kann ich ja noch mal ins Tagebuch hauen. Okay. Sie haben sich einen beeindruckenden See erbaut, obwohl je jemand darin ertrunken ist. Okay, da ist der Zitadellenturm. Hä? Ach so. Es ist sehr friedlich hier. Guten Tag, Commander. Zum Botschafter der Menschen kommen Sie über die Treppe. Es ist dann der erste Raum rechts. Sie wissen, wer ich bin? Ja. Ich erhalte Berichte über alle neu angekommenen Honoratioren und wichtigen Persönlichkeiten. Was ist das für ein Ort? Das ist das Präsidium. Genauer gesagt, der Bereich der Zitadellbotschaften. Bitte aktivieren Sie Avina, wenn Sie noch weitere Fragen haben. Was ist das? Avina ist die virtuelle Reiseleiterin für Zitadell. Sie können sie selbst über das Terminal aktivieren. Würden Sie mir Ihren Namen sagen? Und was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? Mein Name ist Saphiria. Ich bin die Administrationsassistentin für die Botschaften. Hm. Okay. Interessant. Sie scheinen recht beschäftigt zu sein. Die Botschaften sind das Zentrum der Zitadellpolitik. Das Vertreten der Interessen von Billionen von Bürgern bedeutet Arbeit. Ich muss jetzt los. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Willkommen im Präsidium. Ich bin Ihre Führerin. Willkommen im Präsidium. Mein Name ist Avina. Ich bin Ihre virtuelle Reiseleiterin auf der Tour durch diese Ebene der Zitadell-Raumstation. Was bedeutet das? Ich bin eine vollständig interaktive virtuelle Intelligenz, die darauf programmiert ist, den Gästen in diesem Bereich der Zitadell-Raumstation eine spontane Einführungstour anzubieten. Sie können mich auch über die Präsidium VI-Terminals kontaktieren, wenn Sie Hilfe benötigen. Dann mal los. Sie stehen im Präsidium Tourismus Terminal 1. Auf der anderen Seite der Lobby sind die Botschaften der verschiedenen Zitadell-Spezies und das Hauptquartier des Zitadell-Sicherheitsdienstes.
Am Ende dieser Ebene sehen Sie den Zitadellturm, in dem der Rat regelmäßig tagt, um Angelegenheiten von interstellarer Bedeutung zu besprechen. Wissen Sie etwas über Spectres? Der Begriff Spectre leitet sich von der Ratsabteilung Special Tactics and Reconnaissance ab. Jeder Spectre wird vom Rat auserwählt. Ihre Primärrolle ist es, die Stabilität in der Galaxis zu bewahren und Situationen zu klären, in denen die normalen politischen Kanäle versagt haben. In dieser Rolle erhalten sie extraterritoriale Rechte und Vollmachten. Spectres unterstehen keinem Gesetz und keiner Autorität außer dem Rat. Tja, kein Wunder, dass der machen kann, was der will, der andere da, ne? Erzählen Sie mir von den Botschaften. Jede Spezies des Zitadellsektors, die für würdig befunden wird, Einfluss auf die galaktische Politik nehmen zu dürfen, erhält eine Botschaft im Präsidium. Die Volus waren die ersten Ratsfremden, die vor etwa 2384 galaktischen Standardjahren eine Botschaft beziehen durften. Mit der Vergrößerung des Zitadellsektors kamen immer mehr Botschaften hinzu. Die neueste Botschaft wird von ihrem Volk unterhalten, den Menschen. Sie entstand vor 19 galaktischen Standardjahren, gegen viele Vorbehalte. Warum hat man versucht, meine Spezies außen vor zu halten? Einige Völker bemängelten, dass den Menschen eine besondere Behandlung zuteil geworden sei. Bevor einem Volk gestattet wird, eine Botschaft zu errichten, können Jahrhunderte vergehen. Der Rat hat sich seiner Entscheidung in dieser Sache nicht leicht gemacht. Am Ende wurde entschieden, dass der Einfluss der Menschen im Zitadellsektor groß genug war, um eine Botschaft zu gewähren. Okay. Und Sie? Halten Sie diese Entscheidung für richtig? Ich bin nicht darauf programmiert, ein qualifiziertes Urteil über solche Vorgänge abzugeben. Mein Programm ist auf einfache Auskunfts- und Interaktionsanwendungen ausgelegt. Warum waren die Volus die ersten, die eine Botschaft erhielten? In den Jahren nach der Gründung des Rates waren die Volus, neben den Asari und den Salarianern, die bevölkerungsreichste und verbreitetste Spezies im Zitadellraum. Sie haben viele neue Kolonien und Handelsposten gegründet und den Rat um eine größere Rolle in Bezug auf die interstellare Politik gebeten. Als Anerkennung für ihre Arbeit bei der Verbreitung des interstellaren Handels und der Stabilisierung einer standardisierten galaktischen Ökonomie erhielten sie eine Botschaft hier auf Zitadell. Warum wurden Sie nicht gleich Mitglied des Rates? Die ständigen Mitglieder des Rates haben eine weitreichende Verantwortung. Sie müssen Truppen und Schiffe für die Zitadellflotte abstellen. Und sie leisten oftmals wirtschaftliche Hilfe in Krisensituationen. Es wäre nicht fair, solche Anforderungen an ein Volk zu stellen, das dem nicht gewachsen ist. Die Botschaften erlauben es, minderbefähigten Spezies eine Stimme auf Zitadell zu haben. Minderbefähigt, das hört sich so nett an. Es ist aber verdammt arrogant. Es tut mir leid, wenn Ihnen meine Formulierungen missfallen haben sollten. Bitte reichen Sie alle Beschwerden in schriftlicher Form bei der Zitadell Tourismus- und Besucherabteilung ein. Ich möchte mehr über die Zitadell-Sicherheit wissen. Die Zitadell-Sicherheit ist das Sicherheits- und Exekutivorgan in allen Zitadell-Regionen, auch wenn die meisten Offiziere in den Bezirken arbeiten. Star Wars, okay. Peter Palin, ein Turianer, leitet die Zitadell-Sicherheit im Moment. Aber Mitglieder fast jeder Spezies des Zitadellraums dienen unter ihm. Wenn Sie mehr wissen möchten, Executor Palins Büro befindet sich im Hauptquartier der Zitadellsicherheit gegenüber der Lobby. Was können Sie mir über den Zitadellrat sagen? Der Rat bestand ursprünglich aus Repräsentanten der Asari und Salarianer, der beiden dominanten Spezies im Zitadellraum. Vor etwa 1304 Standardjahren nahm man die Turianer aufgrund der Rolle, die sie bei der Kroganischen Revolution gespielt hatten, in den Rat auf. Also ein sehr dialogreiches Game ist das, ja? Seitdem bemühen sich diese drei Ratsspezies um das friedliche Zusammenleben der Völker der galaktischen Gemeinschaft unter Erhaltung der Souveränität. Der So einfach kann es doch nicht sein. Irgendwo muss es Probleme geben. Ich bin nicht darauf programmiert, ein qualifiziertes Urteil über solche Vorgänge abzugeben. Mein Programm ist auf einfache Auskunfts- und Interaktionsanwendungen ausgelegt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf Zitadell. Dieser Ort ist ein wenig zu perfekt. Als ob Sie was verbergen.
Achso, da geht's zum Rad, okay. Das ist aber ganz schön on Tour hier, ne? Also, das ist ja riesig, der Teil. Sehen Sie sich dieses Ding da drüben an. Was tut es? Bitte stören Sie die Keeper nicht. Bitte stören Sie die Keeper nicht. Keeper, okay. Willkommen im Präsidium Tourismus Terminal 2. Sie befinden sich gerade am Fuß des Zitadellturms, einem der bedeutendsten und bekanntesten Bauwerke des Präsidiums. Hinter mir sehen Sie das spektakuläre Portalmonument, ein Maßstabmodell eines proteanischen Massenportals. Zu Ihrer Linken sehen Sie, wie einer der Keeper, die Verwalter von Zitadell, ein Steuerfeld bedient. Sie werden vielleicht noch mehr Keeper bei der Ausführung diverser Tätigkeiten auf Zitadell beobachten können. Wir müssen Sie aber bitten, die Keeper nicht bei der Arbeit zu stören. Die Keeper sorgen für den störungsfreien Betrieb von Zitadell. Das Abhalten der Keeper von ihren Tätigkeiten zieht harte Strafen wie Gefängnisstrafen und Rehabilitationsmaßnahmen nach sich. Okay, krass. Wo ist jetzt der Feind? Der ist woanders. Ich möchte mehr über die Keeper wissen. Über diese Verwalter von Zitadell ist nur wenig bekannt. Aber bei der Wartung und Steuerung der ganzen Station spielen sie eine entscheidende Rolle. Laut der Zitadell-Bestimmungen dürfen mit dir in Missionen geht, eine Beziehung eingehen. Aha. Wer diese Bestimmung missachtet, muss mit harten Strafen rechnen. Keeper sind in allen Sektionen von Zitadell anzutreffen, aber die meisten halten sich im Turm oder dessen Umgebung auf. Gibt es einen besonderen Grund dafür, dass hier so viele Keeper sind? Die Keeper kommunizieren nicht mit anderen Lebewesen. Man geht aber davon aus, dass das Hauptsteuerzentrum der Zitadell sich im Turm befindet. Viele Systeme der Station, wie die Navigation und die Lebenserhaltung, arbeiten automatisch. Es wird angenommen, dass die Keeper diese Systeme von dem nicht zugänglichen Kern des Turms aus steuern. Die Keeper zeigen sich auch häufiger bei Sitzungen der Ratskammer, doch meist sieht es so aus, als würden sie dort nur auf dem Weg zu einem anderen Ziel vorbeikommen. Okay. Erzählen Sie mir von diesem Zitadellturm. Er beherbergt die Ratskammern und die Zitadellkontrolle und ist eines der wichtigsten Gebäude auf der Station. Zugang zu diesen Bereichen wird nur Personen mit autorisierter Berechtigung gewährt. Was passiert in der Zitadellkontrolle? Die Zitadellkontrolle verwaltet alle ein- und ausgehenden Transitflüge. Alle Schiffe im Umkreis von 2000 Kilometern der Zitadell unterstehen der Zitadellkontrolle. In Spitzenzeiten werden manchmal mehr als 1000 Schiffe verwaltet. Ich möchte mehr über die Ratskammern erfahren. In diesem höchsten Raum des Turms führt der Rat seine Geschäfte, mit weitreichenden Entscheidungen für die gesamte galaktische Gemeinschaft. Die Ratskammern sind ein wahrhaft beeindruckender Anblick. Allerdings können nur wenige sie persönlich bewundern. Dort haben für gewöhnlich nur Ratsmitglieder, Botschafter, hochrangige Offizielle und die verschiedenen Assistenten Zutritt. Wie kann man mit dem Rat Kontakt aufnehmen? Durchschnittliche Bürger müssen die ausgewiesenen Kanäle kontaktieren, wenn sie eine Anhörung vor dem Rat wünschen. Dies wird in aller Regel durch die zuständigen Botschafter vermittelt. Aber nur wenigen wurde bisher Zugang zu den Ratskammern selbst gewährt. In aller Regel vertreten die jeweiligen Botschafter die Interessen ihrer Bürger. Was hat sie da im Hintergrund? Einen Grafenhals? Nein. Ich habe mir einen Termin beim Rat gemacht. Nur einer Handvoll Besucher von Zitadell wurde dieses Privileg bis heute eingeräumt. Wenn es nicht das ist, glaube ich, der komplette Kopf, den du da siehst. Erzählen Sie mir mehr über das Portalmonument. Die Asari haben die Zitadell als erste entdeckt. Das Portalmonument ist eines der interessantesten und umstrittensten Bauwerke der Zitadell. Was hat denn dieses Kunstwerk zu bedeuten? Vielleicht ist es nur eine Erinnerung an die proteanische Eitelkeit. Und daran, dass die Galaxie mit Hilfe der Massenportale erobert wurde? Oder vielleicht ist es ein Symbol der Einheit. Eine proteanische Vorhersehung,
dass die Völker der Galaxie mit Hilfe der Massenportale hier zusammenfinden.